Um mit dem Scharfschützen von Level 12 auf Level 13 zu kommen, müssen wir 12 Gegner im Chemiewerk auf Golem Island mit Kopfschüssen töten. Dort befinden wir uns bereits. Wir müssen zweimal vier Kopfschüsse in 15 Sekunden im Camp Salamander auf Golem Island, ja, erzielen und zweimal zwei Gegner mit Scharfschützengewehr oder Präzisionsschützengewehr in weniger als 2 Sekunden. Das heißt, ich werde die erste Aufgabe mit meinem geliebten Tech 50 machen und dann für die restlichen Aufgaben werde ich vermutlich auf ein PSG umschwenken. Schauen wir mal, welches wir dann nehmen werden. MK14 vielleicht, PSG1, Recon. Ich weiß gar nicht, welche Scharfschützengewehre ich hier freigeschaltet habe, wenn ich ehrlich bin. Weiß natürlich auch nicht, wie nah ich da ran muss, damit es zählt. Wahrscheinlich muss ich drauf. So. Ich hoffe, das zählt schon. Was? Das stimmt doch was nicht. Das waren zwei Kopfschüsse. Müssen nicht mal mit Scharfschützengewehr oder so sein. Ich habe auch keine Ahnung, wie hoch der Bullet Drop da jetzt ist. Muss man irgendwo hinschießen. Da vielleicht. Okay, fast gleich null, der Bullet Drop. So, ein bisschen näher ran, so vielleicht. Das waren auf jeden Fall zwei. Ach, da hinten ist gar kein Gegner, oder was? Sah so aus, als wäre da ein Gegner, aber scheinbar war da gar keiner. Da hinten steht auf jeden Fall ein Gepanzer da. Ich muss ein bisschen leiser reden jetzt, weil ich hier gerade genau. Ich lehne mich so nach vorne. Oh, nee, das war erst der erste mit Kopfschuss. Ja, ich habe mich ein bisschen nach vorne gelehnt, weil ich hier kaum was sehe auf die Distanz. Och ja, komm, ich kann es nicht abbrechen. Ich werde sterben. Wir überspringen das Ganze direkt. Das war ja fies. Aber gut zu wissen, die Klassentechnik-Animation lässt sich nicht abbrechen. Zumindest nicht auf herkömmlichem Wege. Alles klar. Los geht's. Ja, komm. Weiter geht's. Das Ganze noch einmal. Ist ja unbegrenzt. Das heißt, wir können hier einfach. Ja. Schalten und walten, wie wir wollen. Wir können so oft sterben, wie wir wollen. Macht überhaupt nichts. Okay, also es zählt nicht. Egal wie ich es drehe und wende, das zählt nicht. Es müssen wirklich die Gegner da vorne sein. Alles klar, so, dann schauen wir mal nochmal. Ach Mist, jetzt habe ich den Genauigkeitsperk nicht mehr. Verdammt. Muss ich doch nochmal gucken. Am Bullet Drop ändert sich tatsächlich fast nichts. Es war kein Kopfschuss. Bleibt ihr auch mal stehen, oder? Gut, das war's. Verschaff uns mehr Feuerkraft, Fixit.
dann wieder. Das war einer. Au, 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 au. Mörser, weg hier! Gut, das war's dann. Okay. Gut. Wir wissen nun, dass es so nicht geht. Komm. Komm, töte mich. Sag mal, jetzt will ich mich töten lassen, jetzt geht's nicht, oder wie? Ist ja perfekt mal wieder. Komm schon, töte mich doch. Geht doch. Und jetzt kann ich nicht überspringen. Ernsthaft? Ist ja perfekt. Ich kann das Wiederbeleben nicht überspringen. Du kannst wieder loslegen. Jetzt geht doch. So. Wie machen wir das denn dann? Vielleicht aus einer anderen Richtung kommend. Schau mal gerade, wo diese anderen Orte sind. Vielleicht machen wir die anderen Dinge dann zuerst. Und schauen dann, dass wir irgendwie von da aus da kommen. Camp Salamander. Das ist eine gute Frage, wo das ist. Camp Phoenix. Testgelände, Raketensilo. Camp Salamander ist dort. Okay, 4 Kopfschüsse in 15 Sekunden. Das heißt, ich gehe zu diesem Biwak, rüste mir eine PSG aus und dann machen wir das zuerst. Vielleicht kriegen wir ja sogar die andere, die dritte Aufgabe da in einem hin. So, einmal Waffenwechsel. So. PSG, was haben wir denn da Schönes? Ach ja, eine 416 Scout, ja. Ich mag die 416 eigentlich sehr, sehr gerne. Aber ich gucke trotzdem weiter noch. Die 28 wäre auch geil, ne? Warum ist die G28 ein PSG? Und es gibt dann zusätzlich noch die Scout. Und die Wilderness. G36C Scout wäre auch cool. M4A1 Scout ebenfalls. Es gibt viel zu viele geile Waffen in dem Spiel. Die Scorpio ist auch nice. Die SVD Dragunov auch. Aber ich glaube, die 416, die hat uns bisher immer sehr gute Dienste erwiesen. Also so, machen wir Verletzungsresistenz. Und dann geht das ab hier. So, dann. Spulen wir die Zeit ein bisschen vor. Dann räumen wir da mal auf. 2x4 ist es, ne? Ja. 2x4.
4 in 15 Sekunden. Sie ist irgendwie weiter weg, als ich dachte. Ich hoffe, die Tür ist auch offen. Ja, ist offen. Gut. Den Funker, der da draußen rumläuft, den schnappen wir uns zuerst. Langsamer. Feind in Reichweite. So geht's. Oh, heiß. So, schwierig wird's jetzt hier. Weil ich keine Gegner markieren kann. Wir haben einen da oben und einen dort oben. Wenn Fury mal scannen würde, wäre sehr, sehr geil. Ich verschaffe mir einen Überblick. Jetzt sind wir nicht mehr blind. Eins. Komm, gib nicht so. Zwei. Drei. Vier. Das war einmal. Eins. Zwei. Ziemlich gut. Bereit? Ich lauf los. So, das waren die. Nice. Und sogar einmal zwei Gegner innerhalb von 2 Sekunden haben wir. Oh, und das war's. Okay, gut. Neu starten. Diesen ganzen Wiederbelebungskram habe ich jetzt gerade gar keine Lust, gar keine Zeit für. So. Da mal wieder am Biwak. Sieht so aus, ja. Da unten haben wir ein Auto, mit dem fahren wir. Ist zwar das verbuggte Auto, aber was soll's. Hauptsache ein Auto. Alle Mann einsteigen, alle Mann und Frau. Wurde das gefixt? Sieht so aus. So, wir brauchen noch einmal 2 Gegner innerhalb von 2 Sekunden. Ich verschaffe mir einen Überblick, Ghostlead. Gute Arbeit, Fury. Das hilft. Ja, das hilft tatsächlich. So, hier. Ja, hier ist auch alles ruhig. Wir sind deutlich in der Überzahl. Aufpassen. Das war zu langsam. Vorsicht. Die wissen, dass wir da sind. Scheiße. Nicht schlecht, Bob. Ach, na toll. Das war ja gar nichts. Müssen die sich immer gerade dann bewegen, wenn ich... Verdammt. Die haben das bemerkt. Ja, das war's. Ah, Mann, ärgerlich. So, aber ich glaube, das war jetzt das letzte Mal, dass ich hier den Tod gefeiert habe. Jetzt mache ich hier noch einmal richtig. Ist ja egal wo, ne? Ja. Da hinten ist eine Patrouille, guck mal da.
Da kriegen wir das noch viel schneller hin. Also ich werde dann jetzt nicht mehr das Wiederbeleben überspringen ab jetzt, sondern mich halt wiederbeleben lassen. Und wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. So. Da haben wir die. Heli fliegt auf uns zu. Deck uns. Wo ist der Heli? Da hinten. Der Heli ist weg. Alles sicher. So, dann müssen wir jetzt nochmal zum Chemiewerk, ne? Sind ja nicht mehr im Kampf. Chemiewerk ist da. Können natürlich auch, ich meine, hier steht ein Auto, ein Fahrzeug. Wir können da rumfahren und dann zum Haupteingang. Ich glaube, das wäre insgesamt wahrscheinlich die beste Lösung. Und dann machen wir das ganz genau so. So. Einmal drum rumfahren, auch wenn da vorne jetzt ein Auto kommt. Uns wird gleich ein Auto entgegenkommen. Das ist aber egal. KI-Kameraden machen das schon. Oder auch nicht. Die haben keine Lust, alles klar. Ich sehe nix. Bin ich noch on track? Ja, bin ich. Ich muss ja ab und zu mal schauen, wo man ist. Ich habe irgendwie so das Gefühl, also ich höre mich selbst sehr leise tatsächlich. Ich muss gleich mal nachschauen. Es gab ein paar Updates von der Software vom Mikrofon. Muss ich mal nachschauen, ob das ein bisschen was an den Einstellungen kaputt gemacht hat. Yuri, scan bitte. Was ist hier los? Wir werden angegriffen! Schau mal eben nach, was das war. Klar, gehen wir. Wir gleich an der Backe. Was? Alter! Keine Ahnung! Oh shit! Junge! Ein Naturtalent! Wir haben Besuch! Jetzt! Ja, die sind hier irgendwo. Jede Wette. Aufpassen! Ich glaube, wir haben Besuch im Sektor. Verstanden. Alle in Alarmbereitschaft. So. Entschuldigung, ich musste gerade niesen. Noch 4 Gegner fehlen uns. Ich weiß, es ist ein bisschen lame mit der Tarnung eigentlich. Aber ich meine, wir haben die Tarnung, sie ist im Spiel. Und ja, da kann man sie auch mal nutzen. Ich meine, Motherland ist sowieso ein großartiger DLC. Absolut großartig. Empfehle ich sowieso jedem zu spielen. Absolut jedem. Gar kein Laser dran, fällt mir gerade auf. Kein Laser, kein Zweibein, gar nichts.
Eigentlich war doch ein Laser da dran, oder nicht, ne? Naja. Was soll's, wer braucht schon einen Laser? Die letzten vier Gegner kriegen wir auch so. Wenn wir welche finden, natürlich. So. Die Behemoth ist auch in Alarmbereitschaft. Da haben wir einen Raketenschützen. Immer mit drei. Da ist noch ein Scharfschütze, glaube ich. Noch zwei. Shit. Phänomenal. Ärger im Anmarsch. So, damit haben wir's. Nein, nicht runterfallen. Oh Mann. Damit sind wir auf jeden Fall auf Rang 13. Nice. Uiuiui. Ja, dann. Kampfdrohne in der Luft. Bis zur nächsten Folge. Mehr Feuerkraft ist.